100 größere Investitionen. So wurde zum Beispiel 1958 hier in Mossautal die erste brauereieigene Kläranlage Deutschlands errichtet. So in einem Sixpack, in der kleinen Flasche. Da ist das Bier in der weißen Glasflasche, in der durchsichtigen, dass man die schöne Frau hat. Vielleicht auch ein bisschen was mit der Und beim Rosé-Bock ist es dann eine Mischung aus ganz verschiedenen Materialien gleich sein. Also wir untersuchen die biologische Kontrolle durch den gesamten Brauprozess. Diese Proben werden unter sterilen Bedingungen über einen ganz weiten Membranfilter laufen lassen. Und danach kommt dann dieser Membranfilter auf eine Nähe. Die verursachen eine Trübung im Bier und die lassen das Bier sauer ungenießbar werden. Aber theoretisch kann es vorkommen, dass man natürlich mal hier ist und sauber. Dann eine Analyse haben wir noch vergessen hier im Labor, das ist mit Abstand ein bisschen wieder verkostet. Das Bier in der Flasche muss natürlich auch wieder verkostet werden. Also, so wie ich es sehe, haben wir Glück. Normalerweise ist es um 13 Uhr Feierabend, aber zum Ablauf, das Leergut kommt aus der Logistikhalle hier an. Dann werden die Flaschen automatisch aus den Kästen genommen und laufen in die Reinigungsmaschine ein. Reinigungsmaschine, ja, das ist links hinten das große Viereckige. Dort durchlaufen die Flaschen ein Laugebad, Etiketten werden abgelöst, es folgen verschiedene Laufen und dann verschiedene Wassereinspritzungen in die Flasche. Flascheninspektor. Den 5 Kameras, die kontrollieren die Flaschen auf Sauberkeit und auf Druckbilder. Also die Flasche läuft auf einer Seite den Bilder rein, macht eine Runde, läuft auf der anderen Seite wieder raus.
CO2 hier so herstellt, dann schmeckt es auch nach Bier. Es gibt auch eine andere Methode, eins herzustellen, die ist veraltet, aber dann schmeckt es mehr nach Mürze. Duftablauf, Gärung, Lagerung. Also, die gekühlte Würze, die kommt aus dem Sudhaus. Gärgerung. Also, CO2, ist der Vorgang dann? Dass wir dann hier direkt aus dem Tank, das können wir nachher auch probieren. Wir haben es halt wenig.